Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nachdem es letztens mit David nicht so gut lief, versuchen wir heute mal mit Claudette die Adept-Challenge. Ich hoffe... Oh, wir haben korrupte Intervention. Ich hoffe, dass es mit ihr besser läuft, weil sie hat ganz okaye Talente. Wir haben nämlich Selbstfürsorge. Ich kann mich heilen. Wir haben Einfühlungsvermögen. Wir sehen verletzte Survivor in einem gewissen Umkreis. Ist das ein Schweinchen? Ja, ein Schweinchen. Und wir haben botanisches Wissen. Wir heilen andere schneller. So. Grob zusammengefasst sind das die Talente von Clödi. Und damit sollten wir das doch schaffen, oder? Wobei ein Schweinchen... könnte auch gefährlich werden. Je nachdem, was es für ein Schweinchen ist. Es gibt ja Schweine, die hauen die, die eine Falle aufhaben, immer direkt wieder um. Dass sie es gar nicht erst schaffen, die Falle wieder loszuwerden. Und es gibt Schweinchen, die sind nett. Die kann man dann mal... überleben. Wir hatten eventuell Ruinen. Keine Ahnung. Zumindest hat es geknallt. Das sah aus wie ein Schlag durch die Palette. Sie hat eine Falle auf und ich mache den Generator jetzt auch an. Das Problem ist... Was heißt Problem? Viele machen Generatoren nur auf 99. Geht zum Haken zurück. Ja. Ich habe keine... Ich habe keine geliehene Zeit. Oh, holy, was campt sie rum? Es geht auch niemand retten. Wow. Sie hat schon versucht, selber zu springen. Es tut mir leid, Jane. Hat sie... Wie heißt das? Dass sie selber mitgeheilt wird? Ist das dein verdammter Ernst? Oh. Mates. Ich hab botanisches Wissen, du Troller. Wo hockt sie? Warum winkst du? Die ist doch gar nicht hier. Mit was für Mates spiele ich denn? Jane ist ihre Falle los schon. So.
Na gut. Es rennt ein Ace da oben rum. Ist der nicht schon angegangen, der Generator? Ach so. Wird gejagt. Bestenfalls kriegt Glödi ihre Falle los, bevor ich den Jennern mache. Da ist das Schweinchen. Ich hoffe, Jane merkt, dass ich nicht retten kann. Sie geht zurück zum Haken. Also die Mates, die sind ein bisschen komisch. Jane ist unverletzt. Warum geht die nicht retten? Glödi muss die Falle loswerden. Das verstehe ich. Aber Jane... Au. Okay, Jane wird gejagt. Aber sie hätte erst losrennen können. Gut, vielleicht wusste sie nicht, dass ich gejagt werde. Aber als sie gesehen hat, dass ich verletzt bin, hätte sie losgehen können. So. Punkt. Vielleicht ist sie auch losgegangen. Trotzdem. Ich muss erst mal schimpfen. Glödi, kriegst du deine Falle bitte noch los? Jetzt? Weil jetzt geht sie an. Du kannst nicht durch den Ausgang. Jane ist tot. Und ich werde gehen. Wenn ich gehen kann. Jane hat sich runtergewickelt. Okay. Okay, Jane, du legst es halt drauf an. Sorry. Ich hatte überlegt, zum anderen Ausgang zu gehen. Geht zu Glödi, wie gemein ist das denn? Also das Teabaggen hätte jetzt nicht sein müssen, Glödi. Es sah zumindest aus wie ein Teabaggen. Das war unnötig. Okay, aber ich konnte noch was tun. Ich bin nicht umsonst drin geblieben. Ich konnte noch helfen. Wobei sie es, glaube ich, auch so geschafft hätte. Ich glaube, das Schweinchen war weit genug weg. Aber ich habe geholfen. So, und wir haben die Adept-Challenge geschafft. Ach so, die andere. Ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Medkit genommen. So. Wir sehen uns. Okay, die sind nett zueinander. Wobei, es waren komische Maze. Egal, aber wir sind rausgekommen. Macht's gut, ihr Lieben. Danke, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr wirklich immer wieder einschaltet. Das muss ich mal sagen. Es freut mich wirklich.
dass ich aktuell die Videos aufnehme und weiß, dass es einige Leute von euch sehen. Genug geschwafelt. Tschüss, macht's gut, bleibt gesund. Adieu.